Herzlich willkommen zur nächsten Runde von meiner kleinen Gitarrendemo-Serie. Das klingt jetzt irgendwie ungewohnt, vor allem dann noch mit meinem hessischen Dialekt, den ich nicht ganz verleugnen kann. Ich bin ja ein Frankfurter Bub. Mich haben schlicht und ergreifend so viele Leute über die Zeit angeschrieben und im Kommentarbereich tobte sowieso dann dazu noch der Mob, der da forderte, mach doch mal was auf Deutsch. Und ja, klar, irgendwie muss es jetzt heute mal sein. Dazu ausgesucht habe ich mir allerdings jetzt kein Gitarrendemo, sondern ich möchte heute mal ein paar Mikrofone vergleichen. Das ist ja immer wieder so ein Thema. Das ist auch ein Thema, über das man sich sehr lange unterhalten kann, weil es gibt nun mal sehr viele Mikrofone und ja, oft weiß man nicht, welches Mikrofon nehme ich denn jetzt für einen vernünftigen Gitarrensound. Da gehen die Meinungen natürlich auch mal reichlich auseinander. Da gibt es keine eindeutige Antwort. Aber ich möchte euch mal heute eine Auswahl von Mikrofonen präsentieren, die ich mit Absicht so gewählt habe, auch weil ich die Möglichkeit dazu hatte, weil da ist ein Mikrofon dabei, das ist so, also sind ein paar tausend. Einfach, um mal Mikrofone zu haben, die wirklich einfach sehr verschieden sind von ihren Klangcharakteristika und auch wie sie mit dem Sound umgehen. Nicht jedes Mikrofon verhält sich da gleich. Jetzt zum Beispiel mal im Hinblick auf die Lautstärke. Also es gibt Mikrofone, die klingen sehr gut bei geringen bis mittleren Lautstärken, brechen dann aber irgendwann ein, wenn es richtig laut wird. Und ich bin jetzt jemand, ich bin gewohnt, mit Röhrenverstärkern zu spielen. Die haben auch immer eine gewisse Heizung. Also die muss man schon ein bisschen ankitzeln, damit die vernünftig klingen. Und das ist so die Situation, wo es interessant ist, vier verschiedene Mikrofone zu haben, wie die sich jetzt mal verhalten. Also nicht nur klanglich, sondern auch unter Last, also unter Lautstärke. Und ja, ein wunderbarer Zufall jetzt war, dass jemand bei mir hier vorbeikam und er hat ja irgendwie so einen ganzen Wäschekorb voll Mikrofone dabei gehabt und da war zum Beispiel das Brauner VMX dabei. Das ist jetzt so ein Mikrofon, das kauft man sich nicht im Vorbeigehen, einfach mal so zum Testen. Wie einige von euch wissen werdet, das ist jetzt schon die Oberliga oder Bundesliga, also auch preislich. Aber ich habe da natürlich noch ein paar andere. Vorführen tue ich das mit meiner Brot und Butter Stratocaster. Das ist so eine aus den frühen 90er Jahren. Ganz normale Stratocaster. So frühe 90er, 92, 93 rum. Ich weiß das jetzt noch nicht mal ganz genau. Bin zu faul, die Serie nochmal jetzt schnell nachzugucken. Auf jeden Fall, die Besonderheit, die sie hat, ist, da habe ich mal Seymour Duncan Hot Rail Mini Humbucker reingemacht. Einfach, weil ich das wollte, weil ich eigentlich von der Les Paul komme, dass ich eben auch einen Humbucker-Sound in der Stratocaster habe. Und habe einen Push-Pull-Potty, wo ich eben die Coils splitten kann. Kann also wählen zwischen Humbucker-Sound und dem klaren, reinen Single-Coil-Sound. Klingt natürlich ein klein bisschen anders als die normalen Fender-Pickups. Das spielt jetzt hier aber in diesem Mikrofontest auch überhaupt keine Rolle. Wie ihr hier im Detail sehen könnt, ja, habe ich eine Marshall-Box genommen. Die hat sich irgendwie angeboten von ihren Maßen, weil wo soll ich sonst vier Mikrofone gleichzeitig davor stellen, weil ich habe vier Stück. Und ja, das hier, das ist das Brauner VMX. Das ist ein High-End-Großmembran-Röhrenmikrofon. Hat ein Class-A-Signalpfad, super Rausspannungsabstand, ist ein feines, ganz feines Mikrofon. Würde man jetzt auch typischerweise nicht wirklich von einem Gitarrenverstärker tun. Ich habe es einfach mal gemacht, weil es hält auch ganz guten Schalldruck aus, nämlich bis zu 142 dB SPL, zumindest nach dem Datenblatt. Darunter gebaut habe ich ein AKG C414. Das ist allerdings ein nicht mehr produziertes, relativ altes, muss aus den späten 80ern sein, C414 mit der konkreten Bezeichnung C414BULS. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es also bis zu 160 dB SPL Schalldruck verträgt. Ja, und das ist eigentlich das Mikrofon, so wenn man den Flurfunk im Studio mal von Kollege zu Kollege bespricht, wo jeder sagt, also das ist ein Referenzmikrofon, das kannst du auch wirklich vor alles hängen. Das ist jetzt etwas, was man oft an der Gitarre sieht. Ich persönlich auch habe da eine starke Präferenz. Da kommen wir dann noch zu bei den Tonbeispielen.
Und das ist einfach ein tolles Mikrofon. Wird halt heute so leider nicht mehr gebaut. Vielleicht auch für euch interessant, das mal so zu hören. Und auf die rechte Seite von der Marshallbox oben, da wo Platz war, habe ich ein Roswell Delphos Kondenser-Mikrofon platziert. Das ist ein Boutique-Mikrofon, relativ neu. Also mir war das jetzt unbekannt. Ich kann auch wahrlich nicht alles kennen. Der Markt ist groß. Sieht sehr edel aus. Hat so ein Emaille-Finish, also eine Edelsache. Ist auch nicht ganz so billig, kostet so wahrscheinlich um die 800 Euro, könnte ich mir vorstellen, weil es so um die 900 Dollar in Amerika kostet. In Amerika hört man viel Gutes über das Mikrofon, so nach dem Motto, das nimmst du, hängst vor einen Amp und hast sonst keine Probleme mehr. Ja, das hören wir uns doch mal an. Und rechts unten, da wo auch nochmal Platz ist in der Marshallbox, was übrigens eine aus der JCM 800 Serie ist, korrekt 1960 Lead heißt das Modell, da habe ich ein Brot und Butter Shure SM57 platziert. Ja, das ist jetzt ein Mikrofon, ich glaube, das kennt ihr alle. Aber auch hier die Besonderheit, das ist aus den frühen 90er Jahren, das ist anders. Das ist also ein Vintage-Mikrofon, das ist anders als die modernen SM57. Ja, und für dieses Demo habe ich mir den Spaß gemacht, weil ich bastel gern und habe einfach mal meinen Jussen-Kettner Tubemeister 36, einen kleinen 1x12er-Kombo genommen, oben auf die Marshallbox gestellt und die Marshallbox angeschlossen. Das ist ganz interessant und kommt irgendwie, glaube ich, auch nah an das, was so draußen im Land gespielt wird. Hat ja nicht jeder große Boutique-Amps zu Hause stehen. Das ist auch so ein Brot-und-Butter-Verstärker und der ist einfach gut. Der macht das, was er soll. Und mit der Marshallbox kann man da schon ein bisschen was hören. Vor allem kriegt er da auch ein bisschen mehr Bass unten rum. Und das ist ja wichtig, weil wir gute Mikrofone haben. Wir wollen nur wissen, wie die den Bass aufnehmen. Ja, ich fange dann jetzt einfach mal an zu spielen. Immer kurze Sequenzen. Und während ich also einen Loop sozusagen auf der Gitarre spiele, von einmal vier bis zur nächsten vier, ändere ich nichts an der Gitarre, aber zwischendrin ändere ich dann mal die Pickerposition oder schalte von Single Coil auf Humbucker, um so mal ein bisschen verschiedene Frequenzbereiche abzudecken, damit die Mikrofone geprüft werden. Ich fange mit dem klaren Sound an. Ja, dann hört mal richtig hin. Thank you.
Ja, hab den Unterschied gehört. Ist interessant, ne? Also, das ist jetzt gar nicht so, wie man sich das vom Blatt Papier oder vom Preis her oder so vorstellt. Weil, ich kann das gleich vorwegnehmen. Ich mache noch ein Crunch-Beispiel mit mehr Distortion, also mit mehr Verzerrung. Da tritt dieser Unterschied noch deutlicher zutage. Das ist tatsächlich so, dass also das teuerste Mikrofon im Test, das Brauner VMX, ja, sagen wir mal, eine Tendenz hat, dünn zu klingen. Dafür liefert es ganz oben rum diese ganz seidigen Höhen, wenn man die braucht. Dafür hat es aber auch eine unglaublich direkte Basswiedergabe. Das ist jetzt was, was man natürlich haben will, wenn man das Mikrofon für seinen eigentlichen Zweck verwendet, nämlich für eine Stimme, um eine Stimme auf so einen Sprecher für Kino, Werbung, Radio, Nachrichten oder so. Aber an der Gitarre, also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht, will euch da nicht beeinflussen. Also ich persönlich würde sagen, das wäre jetzt nicht mein Favorit. Das AKG hingegen ist ganz warm, klingt erstmal so ein bisschen muffig. Ich muss auch dazu sagen, ich habe jetzt hier, da habe ich nichts gemacht, ne? Also Gitarre, Kabel in den Verstärker und das war's. Also kein EQ, kein Kompressor oder Effekte, habt ihr gemerkt, da ist überhaupt nichts, ganz nackt. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist natürlich ein Hochpassfilter in alle Mikrofone, weil ich, wie gesagt, mit einer ziemlich hohen Lautstärke diesen Verstärker spiele. Manchmal hat er auch gekratzt beim klaren Sound. Das kommt daher, dass richtig die Endstufenröhren arbeiten. Das ist sehr laut. Und über diese 4x12er Box kommt auch viel Bass und den muss man unten schon mal ein bisschen abschneiden, sonst murmelt es nur noch. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei so einem Mikrofon wie dem Brauner oder dem AKG, also lebensgefährlich, da keinen Hochpassfilter zu nehmen. Das wäre ein Erdbeben. Das ist das eine. Das C414 klingt aber ansonsten unglaublich warm und ja, schöner Sound. Aber der eine oder andere wird sich doch gewundert haben, wie das SM57 klingt. Insbesondere, wenn wir das jetzt mit dem Roswell vergleichen, das aus Amerika kommt. Ebenso wie das Shure. Aber ungleich viel teurer ist. Da ist zu sagen, ich kam dazu zu sagen, das Roswell, das ist ein modernes Mikrofon, das ist entwickelt worden für den amerikanischen Geschmack. Das hat also so eine, das hat in den Mitten eine sehr gute Abbildung. Wenn man da später mit dem EQ dran geht, kann man auch, merkt man auch, dass man die Mitten ganz kräftig tweaken kann, also feintunen kann. Da ist also ganz viel, das flacht dann aber so bei den Höhen ab und untenrum ist irgendwie überhaupt nichts bei dem Mikrofon. Das ist also so ein Mikrofon, das für den Live-Einsatz, sag ich, ohne es im Prospekt gelesen zu haben. Also wenn ich das jetzt so höre, würde ich sagen, das Ding nimmst du irgendwo live, hängst es davor, brauchst du kaum was am Mischpult machen. Geht mit jeder Stratocaster, geht mit jeder Telecaster, aber würde doch irgendwie, also ich persönlich geschmacklich, wäre das jetzt nicht mein Ding. Wäre mir zu spitz, aber das ist natürlich sehr durchsetzungsstark. Ne? In einem lauten Mix oder in einer Live-Situation könnte ich mir vorstellen, dass das also sehr hilfreich ist. Allerdings, wie gesagt, ist mir das unten viel zu dünne und ja, also ich stehe ja aus C414. Und um hier mal ein Beispiel zu liefern, was man ja auch tun kann, hören wir uns das mal kurz an. Klang das gut oder klang das schlecht? Was ich da gemacht habe, ist, ich habe einfach das C414 und das Shure SM57 angemacht, also gleichzeitig. Ja, das ist eine interessante Sache, oder? Wenn die beiden zusammenkommen, das ist ein sehr, sehr schöner Clean Sound. Das hängt auch immer mit Geschmack zusammen. Aber man kann jetzt schon sagen, diese vier Mikrofone unterscheiden sich dramatisch voneinander. Also wirklich dramatisch. Wobei man dann auch sagen würde, das C414 ist mit dem SM57 sehr nah beieinander, so von der grundsätzlichen Charakteristik. Aber das Brauner, das, wie gesagt, das ist eigentlich ein Verbrechen, das vor einen Gitarrenverstärker zu stellen. Wir machen das jetzt einfach mal, weil es da ist. Also ich hätte mir das jetzt nicht gekauft für den Test, um das zu machen. Was ich mir gut vorstellen könnte wiederum, um einigen von euch, die jetzt kein Problem mit Kleingeld haben, da eine Idee zu geben, das Brauner würde sich natürlich hervorragend eignen, um es als Atmo-Mikrofon 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Meter weit weg
vom Verstärker aufzustellen, um die Raumatmosphäre aufzufangen. Da würde es natürlich einen sehr feinen Job machen, weil das hat einen sehr linearen Frequenzgang, da kommt alles rein. Und es würde nicht so unter Stress geraten vor dem Verstärker. Also irgendwie magst du es nicht. Und ja, das Weitere denkt ihr euch selbst. Deshalb rede ich jetzt nicht mehr so viel, sondern mache jetzt noch ein verzerrtes Beispiel, weil da treten die Unterschiede meiner Meinung nach nochmal viel deutlicher zutage. Vor allem, wenn man nach so einem bestimmten typischen Gitarrensound sucht, werden wir merken, wir landen wieder bei einer ganz bekannten Kombination oder einem ganz bekannten Mikrofon, wobei die Geschmäcker immer verschieden sind. Also, hören wir mal rein.
was haben wir da gehört? Ich hoffe, ihr habt den Schock überwunden. Also, wer jetzt keine Ohrenstöpsel in den Ohren hat, der muss gemerkt haben, das Brauner, also das ist absolut ungeeignet, um es so vor einen lauten Röhrenverstärker zu stellen. Das sollte man einfach nicht machen. Dafür ist das Mikrofon nicht gemacht. Das fällt da also richtig ab. Also, mir persönlich gefällt das überhaupt nicht. Vielleicht sehen das einige von euch anders. Wobei ich gleich wieder sage, das ist ein feines Mikrofon, das hat seinen Sinn und Zweck, aber eben nicht, um das Ding vor eine Marshallbox zu stellen, wo ein kleiner Tube-Meister von Jus & Kettner oben drüber bei 100% Volumen 10 voll brüllt. Sondern wenn, sollte man das als Atmo-Mikrofon verwenden. Wohingegen jetzt einmal mehr das AKG C414. Ich meine, klang das gut oder klang das gut? Also ich meine, es klingt sofort gut. Es ist warm, irgendwo vermisst man nichts. Man hat nur so den Eindruck, dass es in den höheren Frequenzen, sagen wir mal so um die 3,5 Kilohertz startend, dass es da so ein bisschen belegt ist. Aber das kann man dann später auch natürlich noch mit einem EQ ausgleichen. Dafür hat man ja den EQ. Man muss da nicht viel machen, man muss das einfach wissen bei so einem Vintage C414, die Präsenzen noch ein bisschen rein. Mit dem Bass ein bisschen aufpassen und dann ist das einfach ein herrliches Mikrofon. Also das funktioniert immer. Und vor allem, ich habe es auch, also wohl gemerkt, ich bin ja kein Verkaufsagent, das wird ja gar nicht mehr gebaut. Das Mikrofon, das ist eins meiner Lieblingsmikrofone, ich habe da schon viel mitgemacht. Das funktioniert einfach immer und das ist noch nie eingeknickt, auch nicht bei einem 100 Watt Marshall. Ich habe schon Mikrofone erlebt, die haben dann angefangen zu kratzen oder sind schlicht kaputt gegangen, weil sie von einem richtig lauten Verstärker waren und das für längere Zeit, 2 Stunden Live-Show oder so. Ja, und dann das Shure SM57, was habt ihr gehört? Das ist ein Mikrofon, also ich meine, das kostet ein 100er, also heute ein modernes. Vintage werdet ihr nicht wirklich für ein 100er bekommen, wenn ihr Glück habt. Wenn ihr für einen günstigen Preis eben so ein 90er Jahre oder später 80er Shure SM57 bekommt. Nicht umsonst sieht man das so oft auf der Welt, auch heute auf der Bühne. Es gibt Gitarristen, die sagen, geh mir mit jedem Mikrofon der Welt weg, ich will das SM57 dran machen, funktioniert. Und das kann man nicht bestreiten, dass das so ist. Ja, und jetzt hier das Roswell wieder. Da fragt man sich, was haben die Amerikaner für einen Geschmack? Also meiner ist es nicht. Das ist kein schlechtes Mikrofon, technisch betrachtet. Aber auch hier tritt wieder deutlich zutage. Das hat einen unglaublichen Mittenboost. Also das koloriert auch einfach den Ton. Also ich kann ja sagen, ich stand ja neben dem Verstärker und weiß, wie der Verstärker live klingt in meinen Ohren und wie dann das klingt, was vom Mikrofon zurückkommt. Und das ist nicht linear. Das ist sehr stark koloriert in den hohen Mitten, ganz dramatisch. Und das hat eine fürchterliche Bassschwäche. Nochmal, es gibt aber Gitarrenspieler und Gitarren, da kommt das schon gut, wenn der Bass von vornherein so ausgedünnt ist. Muss man halt später mit dem EQ nichts machen, muss der Toningenieur nicht aufpassen. Allerdings gibt es dann halt andere Situationen, da wäre mir das einfach zu wenig. Also als Allround-Mikrofon, ich persönlich nicht. Aber wer weiß, wie ihr das seht. Außerdem kann ja auch interessant sein, ein Roswell mit einem C414 zu mischen oder mit einem anderen Mikrofon. Das kann auch einen interessanten Effekt machen. Also, grundsätzlich ist zu sagen, ich hoffe, ihr habt euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich hoffe, ich habe rübergebracht, dass es eben Mikrofone gibt, weil ich sehe ab und zu Mikrofontests auf YouTube, da denke ich mir, was machen die da, weil ich höre überhaupt gar keinen Unterschied, also minimal. Ich hoffe, ihr habt einen Unterschied gehört. Ich weiß nicht, woran das liegt. Also bei mir hört man einen Unterschied. Und wer sich gewundert hat, ja, die Platzierung ist natürlich auch extrem wichtig. Ich habe jetzt hier bei dem Vergleichstest darauf geachtet, dass ich also so im Wesentlichen dieselben Kabellängen verwendet habe, dieselben qualitativen Kabeltypen. Also dass da jetzt keine großen Differenzen sind. Sonst würde man ja dem Mikrofon wirklich Unrecht tun. Aber wenn wir hier nochmal genau hinschauen, hier im Detail, nochmal in der Nahaufnahme, da seht ihr, dass ich das SM57, also praktisch direkt an den Stoff getan habe. Das ist ein dynamisches Mikrofon. Wenn ihr das nur 30 cm weit wegmacht, wird das ganz komisch. Das wird dann so hohl und klingt dünn. Das macht man nicht. Ihr habt vielleicht auch schon mal einen Gitarrenverstärker gesehen, irgendwo im Live-Club. Da sieht man den Abdruck von dem SM57, weil das praktisch immer da hängt, schon seit 10 Jahren bei anderen Leuten, bei anderen Gitarristen. Also, das muss nah dran. Genauso muss man ein Kondensatormikrofon, wie jetzt von der Klasse eines Brauner, das muss man einfach ein bisschen schon von vornherein ein bisschen wegtun. Das darf einfach nicht zu nah da dran.
Ich habe das also hier schon mit der Aufstellung ein bisschen aus meiner Erfahrung und mit meinen Ohren kompensiert, um fair zu sein. Genauso ist es wahr, dass man den AKG C414 eben, obwohl es auch ein Kondenser ist, nicht so weit von der Box platzieren sollte. Das ist etwas, das will nah besprochen werden, auch bei Sprache, und so ist es auch bei einer Gitarre. Man kann das machen, das sind geschmackliche Sachen, aber auch hier gilt, das wird dann so ein bisschen dünn, wenn das weiter weg ist, und die Frequenzen kommen da so ein bisschen durcheinander, plötzlich wird das immer dumpfer, und ja, so ist das. Und das Roswell, das habe ich mir so ein bisschen ausprobiert, wie das ist, ganz nah, noch weiter weg, und habe das dann so platziert, wie ihr das jetzt hier seht, weil es da einfach die beste Performance geliefert hat. Ja, ich hoffe, dieser Ausflug in Deutsch war auszuhalten, und ja, mir hat das jetzt irgendwie mal ziemlich Spaß gemacht. Ich fange dann natürlich noch mehr an zu quatschen als auf Englisch, weil mir da das Vokabular nicht so fehlt. Insofern mache ich es kurz. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, habt ein bisschen Inspiration so mit dem Mikrofon, an was man da so denken kann, ne? An das Mischen nicht vergessen. Also mal zwei Mikrofone zusammen, mal verschiedene, die unterschiedlich sind, zusammentun. Kann immer interessant sein. Ansonsten gilt abschließend, teuer gleich beste Wahl ist nicht richtig beim Mikrofon. Wie gesagt, ist Schraubenzieher, Bohrmaschine. Man muss wissen, wann welches Mikrofon für welchen Zweck das Richtige ist. Und oft sind die ganz teuren gar nicht die richtigen, um einen ordentlichen Gitarrensound zu machen. Insofern viel Spaß, musikalische Inspiration überhaupt, und bis zum nächsten Mal. Ciao.